Willkommen, mein Name ist Marius Ebert und was ich Ihnen in diesem Video mal vorstellen möchte, ist der höchste nicht akademische Abschluss in Deutschland, nämlich der geprüfte Betriebswirt IHK. Und ich stelle Ihnen mal einfach die Themengebiete vor, die im sogenannten Rahmenstoffplan stehen. Da gibt es also einen inhaltlichen Plan, der heißt Rahmenplan. Und der sagt, dass der geprüfte Betriebswirt aus drei Gebieten besteht. Erstens wirtschaftliches Handeln. Das zweite Gebiet heißt dann Führung und Management. Und das machen wir noch eine zwei davor. Das dritte Gebiet heißt Projektarbeit. So, das ist zunächst mal die grobe Struktur, also ein Lehrgang, der mit einer Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer endet, der im Groben diese drei Gebiete hier umfasst. Was bedeutet das im Einzelnen? Das erste Gebiet wirtschaftliches Handeln besteht wiederum aus Unterpunkten. Da ist zunächst mal Marketing, ich kürze das mal ein bisschen ab, offiziell heißt es Marketingmanagement. Dann Bilanzen und Steuern, heißt das zweite Gebiet unter der Überschrift wirtschaftliches Handeln. Das dritte Gebiet heißt finanzwirtschaftliche Steuerung. Ich kürze auch mal ab und nenne es Finanzen. Und das vierte Gebiet heißt rechtliche Rahmenbedingungen. Ich kürze auch hier wieder ab und schreibe Recht. Und das fünfte Gebiet heißt internationale Wirtschaftsbeziehungen. Was das im Einzelnen heißt, schauen wir uns dann später an. Gehen wir zunächst mal zum zweiten Gebiet, schauen uns erstmal die Grobstruktur auch hier wieder an. Der nächste Punkt hier heißt Unternehmensführung. Das ist ein sehr allgemeiner Begriff. Wir schauen später, was sich darunter verbirgt. Dann Projektmanagement. Und Personalmanagement. Ja, Sie sehen also, es ist durchaus sehr umfangreich, umfasst, ich will nicht sagen die ganze, aber doch große Teile der Betriebswirtschaftslehre und vielleicht strukturiert man besser so, dass man sagt hier erstens, hier zweitens und hier drittens. Und dieser dritte Teil Projektarbeit besteht aus der eigentlichen Projektarbeit, die Sie schreiben. Und der Präsentation, das nennt man auch das Fachgespräch, das ist Teil der Prüfung, auch darauf gehen wir in einem späteren Video noch ein. Ja, das ist zunächst mal die grobe Struktur, das sind die drei Hauptpunkte und die entsprechenden Unterpunkte. Schauen wir nochmal Marketing, Bilanzen und Steuern, Finanzen, Recht. Internationale Wirtschaftsbeziehungen, also eine sehr umfangreiche betriebswirtschaftliche Ausbildung, die durchaus sich mit einem Grundstudium Betriebswirtschaftslehre messen kann, wobei hier der Praxisbezug sehr viel stärker ist als an der Universität. Das kann ich beurteilen, weil ich selber da war. Und das ist also zunächst der grobe Überblick. Im nächsten Video gehen wir dann auf die Details weiter ein. Ja, wenn Sie das interessiert, vielleicht dem näher zu treten, dann schauen Sie doch auch mal auf meine Seite. Das schreibe ich Ihnen noch hier dazu. Meine Seite www.spaßlerndenk.de. Ich habe nämlich ein Lernsystem entwickelt, schon viele Jahre. Das ist meine Seite, spaßlerndenk.de. Und Sie sehen, ich biete den Betriebswirt IHK auch an. Und bei mir, und das ist, glaube ich, bundesweit einmalig, kann man diesen ganzen Lehrgang in 26 Tagen absolvieren, also in 26 Tagen sich seine Vorbereitung holen auf die Prüfung. Und Sie sehen warum, weil ich Schnelllernspezialist bin. Ich habe mich also vor vielen Jahren schon spezialisiert auf die Frage, wie man Lernen beschleunigen und vereinfachen kann. Das war's zunächst mal. Weiter geht's im nächsten Video. Mein Name ist Marius Ebert. Würde mich freuen, wenn Sie weiter dabei bleiben. Dankeschön.
Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.